Guten Tag und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag. Heute freue ich mich auf meine Gäste, und zwar Musiker Philipp Ling, Staatssekretär Magnus Brunner und den Wirtschaftskammer Österreich Generalsekretär Karl-Heinz Kopp. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne, danke für die Einladung. Herr Kopp, jetzt hat man den EU-Beihilferahmen, der wurde erhöht. Was konkret bedeutet denn das für Unternehmen und Unternehmerinnen und wie profitieren die davon? Ja, es gibt ja in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen für Betriebe, die jetzt aufgrund dieser Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, weil sie halt entweder gänzlich geschlossen sind oder zumindest Umsatzeinbrüche sehr massive zum Teil haben. Da hat es zuerst diese Kurzarbeitsunterstützung gegeben, die gibt es immer noch. Das ist ganz, ganz wichtig, damit möglichst wenige Menschen ihre Jobs verlieren durch diese Krise. Ja, und daneben gibt es aber auch Direkthilfen. Zum Ersten hat es gleich einmal gegeben, staatlich besicherte Kredite für die Unternehmen. Und zum Zweiten aber auch Zuschüsse zu den Fixkosten, die ein Unternehmen hat. Auf der einen Seite in der harten Lockdown-Phase dann November, Dezember für die Gastronomie, Hotellerie, für den Handel Umsatzersätze von 20 bis hinauf zu 80% der ausgefallenen Umsätze. Und jetzt noch einen neuen Fixkostenzuschuss seit September, der jetzt eigentlich bis in dieses Jahr hinein, theoretisch auch bis in den Sommer hinein, gewährt wird. Und über all diese Fördermaßnahmen hat aber die EU nach dem sogenannten Beihilfenrecht einen Rahmen, einen Höchstrahmen pro Firma darüber gelegt, der zunächst bei 800.000 Euro gelegen ist. Und jetzt gibt es natürlich nicht nur kleinere Firmen, bei denen der Rahmen ja absolut ausreicht, aber eine große Firma, die halt dann 100, 200 Beschäftigte oder noch mehr hat, stößt sofort natürlich, oder bei den hohen Kosten, die Firmen normal haben und ihnen jetzt ersetzt werden, bei den 800.000 an. Der wurde jetzt von der EU nach langen Verhandlungen auf 1,8 Millionen erhöht. Das schafft Luft und damit Liquidität für viele Betriebe, weil es jetzt auch erstens die höheren Kosten deckt und vor allem auch länger, weil es ja für die gesamte Dauer der Krise dieser Betrag gilt, schafft auch natürlich länger Luft für die Firmen. Und ein zweites, es gibt noch ein Instrument, das größeren Firmen vor allem ihre Verluste abdeckt. Das war bisher bis zu 3 Millionen Euro möglich und der Rahmen wurde von der EU jetzt auf 10 Millionen erhöht pro Firma. Und das schafft natürlich für viele Betriebe, Zulieferbetriebe, Betriebe in der Hotellerie, Gastronomie, die vielleicht mehrere Betriebe haben, aber alle in einer Firma, wo natürlich schneller mal der Rahmen ausgeschöpft ist. Also das schafft echt Luft, die Betriebe besser und länger unterstützen zu können. Sie haben es angesprochen, wir befinden uns ja aktuell in einem harten Lockdown. Nur die systemrelevanten Betriebe dürfen offen halten. Jetzt wird darüber diskutiert, am 8. Februar soll geöffnet werden, zumindest wenn es nach der Wirtschaftskammer Österreich geht. Was soll denn dann öffnen dürfen? Naja, man sieht einfach, dass einerseits das Infektionsgeschehen in Österreich, das zeigt die Homepage der AGES sehr deutlich, ja relativ zu einem sehr geringen Prozentsatz in den Betrieben stattfindet und dass eigentlich sehr, sehr viel im privaten Bereich, über 60% eigentlich im Haushaltsbereich der erfassten Ansteckungen stattfinden. Das allein schon, glaube ich, rechtfertigt, einen Blick darauf zu werfen und beziehungsweise Bemühungen anzustellen für eine Öffnung. Zum anderen, viele Betriebe stehen mit dem Rücken wirklich an der Wand oder stehen am Abgrund nahezu im Handel, vor allem im Mode, Sportartikel, also all die Geschäfte, die halt geschlossen sind, aber auch in der Gastronomie, in der Hotellerie. Und auch bei den persönlichen Dienstleistungen von Friseuren über Masseure und all diese Tätigkeiten. Und wir meinen, dass es so gute Präventionskonzepte inzwischen in den Betrieben gibt. Die Hotellerie hat es ja schon vorgemacht im Sommer mit regelmäßigem Testen der Mitarbeiter und so weiter. Ist ja auch relativ wenig in den Hotels passiert an Infektionen. Auch die Gastronomie hat viel mit diesem Contact Tracing, mit der Erfassung der Gäste und so weiter gemacht. Trotzdem, okay, das sind Veranstaltungen, sind Lokalitäten, wo natürlich viele Leute hinkommen. Da werden wir uns wohl noch damit abfinden müssen, auch nach allem, was wir von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler, Ministerien und auch in der Kombination mit den Landeshauptleuten hören, wird es wohl Ende Februar nicht
aufgehen. Aber was wir unbedingt wollen, ist, dass man einen ersten Schritt jetzt setzt am 8. Februar, zumindest den Handel, der jetzt geschlossen ist, also aus, neben den Lebensmitteleinzelhändlern und Drogerien und Apotheken, alle anderen Bereiche des Handels aufmacht, auch die körpernahen persönlichen Dienstleister wieder arbeiten lässt. Die Menschen halten sich zu einem großen Teil an diese Einschränkungen. Leider nicht alle. Und alle, die dagegen verstoßen, leisten leider einen negativen Beitrag zum Infektionsgeschehen. Gerade wenn man da hört von Partys zu Hause und was weiß ich, das tut natürlich weh, weil es uns allen letzten Endes schadet. Aber das sind nicht die Betriebe, von denen ich gesprochen habe, wie gesagt Handel oder die persönlichen Dienstleister. Und die Menschen sind irgendwie aber auch dieses Eingesperrtseins überdrüssig. Und dazu kommt, die Betriebe stehen wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand und sie wollen wieder arbeiten, sie wollen wieder für ihre Kunden da sein. Drum glaube ich, es wäre ein vertretbarer Schritt. Wir verlangen das wirklich sehr dezidiert und eindringlich, einen ersten Schritt zumindest beim Handel und bei diesen Dienstleistern zu setzen am 8. Februar. Auch wieder als Signal einfach der Ermunterung, der Hoffnung. Und noch einmal, das sind Betriebe und Arten von Betrieben, wo man sehr gut die Vorsicht walten lassen kann und Prophylaxe wirken lassen kann. Was wären so die Rahmenbedingungen, sprich FP2-Masken, Abstände, wie muss das auch kontrolliert werden? Weil ich denke, man will vor allem vermutlich Bilder, wie wir sie vereinzelt vom Skilift gekannt haben, jetzt im Winter vermeiden. Ja, vielleicht doch aber eine kleine Lanze für die Liftbetreiber. Ich meine, die Menschen mussten jetzt viel auch an Einschränkungen in Kauf nehmen und das ist die Bewegung im Freien, ob das jetzt Spazierengehen ist, ob das Sport im Freien, Joggen oder was immer ist, Eislaufen, das man dann erlaubt hat oder halt eben auch das Skifahren, sind alles Betätigungen im Freien, wo man allerdings beim Skilift halt beim Anstehen am Lift zusammenkommt, aber ansonsten ja frei unterwegs ist. Also ich glaube, das war vertretbar, das zu machen. Das hat sich am Anfang ein bisschen einspielen müssen. Da hat es ein paar blöde Fotos gegeben. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, es war richtig, um den Menschen ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, sich einfach freier zu bewegen und das aber mit Bewegung. Also ich glaube, das ist okay. Im Handel und bei den persönlichen Dienstleistern haben wir ohne dies sowohl für die Kunden jetzt, das ist ja schon per Verordnung geregelt, haben wir FFP2-Maskenpflicht. Bei den Mitarbeitern haben wir eine Testpflicht und alternativ dort, wo das nicht möglich ist, eben auch FFP2-Maskenpflicht. Diese Masken, das ist inzwischen erwiesen, die schützen beide Seiten, also sowohl den, der sie trägt, als auch den anderen, mit dem man möglicherweise spricht. Und wenn sie beide tragen, ist das schon ein hohes Maß an Schutz. Wenn die Abstände, gut, die gehen bei körpernahen Dienstleistern natürlich nicht, aber ansonsten versucht wird, möglichst auch die Abstände einzuhalten, dann sind das Bereiche, die mit Sicherheit nicht zu den großen Verursachern dieser Ansteckungsgefahr zählen. Drum glauben wir, dass es absolut vertretbar ist. Und auch, wir brauchen wieder einfach ein Stückchen Freiheit für die Menschen. Aber wir brauchen auf der anderen Seite die Disziplin von uns allen, dass wir uns alle halt verdammt noch einmal jetzt noch ein paar Monate an diese Begrenzungen halten. Weil Freiheit werden wir nur erlangen, wenn wir auf der anderen Seite Disziplin üben. Muss man da bei der Verordnung dann aber nachschärfen, 2 Meter Abstand, das ist ja nicht überall möglich. Also wenn ich denke, ein Radius von 2 Meter beim kleinen Kreisler, wie man im Osten Österreichs sagt, das wird wohl eher schwierig. Naja, drum hat man ja gesagt, ohne lang zu diskutieren, ob das jetzt im einen Geschäft einhaltbar ist und im anderen nicht, gilt generell FFP2-Maskenpflicht für die Kunden und wenn die Mitarbeiter nicht getestet sind, auch für die Mitarbeiter. Ansonsten nur MNS-Pflicht für die Mitarbeiter, aber so wie ich das mitbekomme, gehen alle Geschäfte, egal ob getestet oder nicht, bei den Mitarbeitern auch in Richtung FFP2-Masken. Aber das Testen ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, und zwar das flächendeckende Testen möglichst vieler Österreicherinnen und Österreicher ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um dieses Infektionsgeschehen herunterzubringen. Da geht es nicht nur um die Zutrittsberechtigung beispielsweise zu Veranstaltungen oder ins Gasthaus, also dieses sogenannte Eintrittstesten. Es geht auch nicht nur, aber sehr wichtig natürlich ums Testen von Mitarbeitern
in Geschäften, wo Kunden hinkommen, aber es geht vor allem auch darum, dass man möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher einmal in der Woche wenigstens testen. Mhm. Wenn wir das schaffen könnten, wenn wir jede Woche, sage ich jetzt einmal, 5 Millionen Österreicher zum Testen bringen könnten, einmal wöchentlich, könnte man jetzt zwischen einem halben und einem Prozent fischt man in der Regel dabei heraus, die infiziert sind. Mhm. Wenn man die natürlich dann in Quarantäne bringt, verhindert man die weitere Ansteckung durch diese Personen. So ein regelmäßiges Testen würde mehr bringen als jeder Lockdown. Mhm. Und viel, viel weniger kosten. Mhm. Eine Branche, die ja sehr betroffen ist, ist die Gastronomie und die Hotellerie. Und wir haben bei einem Gastronomen mal nachgefragt, wir haben da einen kleinen Beitrag vorbereitet, den wir Ihnen kurz zeigen möchten. Ja, will der Bevölkerung mal aufmerksam machen, was man mit uns tut, schon bald ein Jahr lang, und nur versäckelt und anlügt. Und es hat jetzt auch, was ich mitkriegt, ein Echo hier. Weil es in den Medien hört, dann sieht man, die sollen still sind, die kriegen die 80%. Also zu haben wir jetzt den Wald 8 Monate, mit zwischen die Sperrstunden, Kürzungen und alles Mögliche. Rauchverboten, aller toten Teufel. Einmal haben sie 80% zahlt. Zweimal sind sie 50 aber. Was sitzt zahlen, wissen wir noch nicht. Kurzarbeit zahlen so einen Monat wie später. Also es ist alles eine Verarsche bei uns. Es geht einfach nicht mehr lange so. Richtig wäre halt das, wenn es entweder einmal sagen, was Sache ist, wie lange es geht, oder einfach sagen, solange wir zuhören, Lockdown 1, 2 bis 10, was sie, wie lange es geht, zahlen wir so viel Umsatzersatz. Und nicht jeden Monat wird es anders und jetzt mal anders ansuchen. Und wir wissen einfach nicht was. Also dann müssen sie das Epidemiegesetz hat der Herr Kurz abgeschafft. Wohlweislich, dass er ja nichts zahlen muss. Ich sage jetzt keinen anderen Ausdruck dazu, weil das fällt mir ein böses Wort in. Es ist einfach so. Oder? Uns verarscht man, versäckelt man. Und der Handel tut auf zwischen die wenigstens einmal. Aber wir sind immer die Ersten, die zutun und die Letzten, die auftun. Und dann haben wir noch Sperrstunden hin und her und alles Mögliche. Also das Gastgewerbe, ich muss sagen, mir geht es sicher nicht mehr lang, wenn das so weitergeht. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren da, zuerst gelernt und habe gemeint, ich könnte in die Rente gehen. Sag ich, der Politiker, wo ich sehe, wir müssen zutun, sieht noch, wir sollten schaffen, bis wir 70 sind. Bitte, ich will Betriebe, sollen wir schaffen. Wir können nicht Politiker werden. Oder? Das ist nicht einfach. Man bringt die Existenz um und alles möglich. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir können es nicht ändern. Wenn es uns halt nicht mehr gibt, kommt man dem vielleicht drauf, dass wir doch nicht so deppert sind. Es gibt nicht mehr Leute, die es mögen haben. Glaube ich. Wir haben da den Roland Bircher, Wirt des Boxenstopp in Dornbirn gehört. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sowas hören? Ein Mann, der 21 Jahre seinen Betrieb hat, um sein Lebenswerk fürchtet und jetzt muss er wieder zumachen. Das haben wir schon vorhin gehört. Die sollen erst, also Gastronomie, erst im März frühestens öffnen dürfen. Warum Gastronomie? Warum lässt man die einfach zu und warum lässt man die sterben? Also mir zerreißt das Herz, wenn ich solche Ausführungen höre, weil ist so wie viele andere Gastwirte, aber auch andere Händler, ein Vollblutunternehmer und in dem Fall Vollblutgastwirt, den das irrsinnig trifft, wirtschaftlich, aber ich habe es vorher schon gesagt, die Gastwirte, Hoteliers, Händler, die sind ja gerne für ihre Kunden und ihre Gäste da und das ist eigentlich ihre Berufung sozusagen auch weit über das Wirtschaftliche hinaus. Das tut natürlich weh und niemand hat sich diese Pandemie gewünscht und niemand hat auch Erfahrung damit gehabt, wie man mit so etwas umgeht und bisher haben wir nicht einmal weder ein Medikament noch haben wir eine geeignete Impfung dazu, die beginnt jetzt erst und es war halt, und zwar nicht nur in Österreich, es ist ja weltweit so, dass eine der Antworten, die man halt gefunden hat oder glaubt gefunden zu haben, das Zusperren von Einrichtungen, wo die Menschen in größerer Zahl zusammenkommen und nicht nur, dass sie sich dort nicht treffen,
sondern mit allem, was mit jedem Lockdown reduziert man natürlich auch die Bewegung im öffentlichen Raum, die Anzahl der Menschen im öffentlichen Raum und damit die Anzahl der Begegnungen. Das war halt die Antwort, die alle weltweit in allen Ländern, das ist ja nicht der Österreich-Spezifikum, gefunden hat oder geglaubt gefunden zu haben. Und über die man nahezu wöchentlich diskutiert in Runden der Politik mit den Virologen, mit den Experten, die Landeshauptleute mit dabei, heute wieder, am Montag wieder, wo man berät, was ist das Beste, was ist das Wirkungsvollste. Dann kommt jetzt natürlich dummerweise noch diese Mutation des Virus dazu, wo man schon geglaubt hat, wir sind über dem Berg. Aber ich verstehe den Wirten natürlich auf jeden Fall, das tut weh. Aber was man halt tun kann, sind zwei Dinge. Wir haben jetzt wirklich versucht, auch von der Wirtschaftskammer in vielen Verhandlungen mit der Regierung Hilfsprogramme zu schnüren. Auf der einen Seite die Kurzarbeit, das ist ein Programm, das inzwischen in Milliardenhöhe angelangt ist und auch wirklich funktioniert. Das sagt jeder, das hat in der heißen Phase über 1 Million Jobs gesichert, die sonst verloren gegangen wären. Der Härtefallfonds, ich meine, da sind inzwischen an 200.000 Leute über 1 Milliarde Euro ausgezahlt worden und. Aber ja, all diese Instrumente, die man da geschaffen hat, sie brauchen ihre Zeit, bis sie konzipiert sind, bis sie angelaufen sind. Ohne eine gewisse Bürokratie geht es nicht, weil es wird hinterher dann auch vom Rechnungshof und von allen kontrolliert. Und da ist man ja auch dem Steuerzahler wieder Rede und Antwort schuldig. Aber ich glaube, es gibt kein Land auf der ganzen Welt, das in Relation zur Bevölkerungszahl und in Relation zu den Wirtschaftstreibenden und den Unternehmen eine so große Summe, nämlich jetzt fast 40 Milliarden Euro, bereitstellt für Wirtschaftshilfen verschiedenster Art. Ich habe es vorher schon aufgezählt. Aber ja, Geld ist das eine, die Emotion ist das andere. Und wenn so ein Unternehmer dann sein Lebenswerk sieht, an der Kippe stehen oder gar schon Angst hat, dass es den Bach runtergeht, ja, da, wie gesagt, da zerreißt es auch mir das unternehmerische Herz. Und ja, spornt mich eher noch an, halt noch mehr zu tun und noch mehr zu versuchen. Die Lücken, die vielleicht noch da sind bei den Hilfsinstrumenten, obwohl es wirklich schon ein dichtes Netz ist, vielleicht noch rasch zu schließen. Jetzt wurde ja angekündigt, diese Woche steht im Zeichen der Experten und der Abwägung. Nächste Woche soll im Zeichen der Entscheidung stehen. Ich glaube, für Montag ist die angekündigt. Was würde es denn bedeuten, eine Verlängerung des Lockdowns nach dem 8. Februar für die Wirtschaft? Und vor allem, was kostet uns dieser Lockdown eigentlich Ihren Berechnungen zufolge nach? Also wir haben das ziemlich genau mit einigen Wirtschaftsforschungsinstituten berechnet und berechnen lassen. Wir gehen momentan pro Woche von etwa 1,7 Milliarden Euro aus bei der derzeitigen Form der Schließung. Und das können wir uns auch wirtschaftlich nicht ewig leisten. Also jetzt abgesehen von den Einzelschicksalen, die schrecklich sind, aber auch in Summe als Volkswirtschaft, als Land können wir uns das nicht ewig leisten. Jetzt kann man nicht Gesundheit und Sicherheit der Menschen aufwiegen mit der Frage wirtschaftliche Schäden, ja, nein. Das ist natürlich unzulässig, aber man muss schon das auch im Auge haben und das heißt natürlich noch einmal drum unser Druck, erste Öffnungsschritte jetzt am 8. Februar, das ist dringend notwendig, auch als psychologisches Signal, dass wieder ein paar Dinge möglich sind und natürlich auch, um die Schäden zu minimieren, überhaupt keine Frage, weil die Leute wollen einfach wieder arbeiten, wollen wieder für ihre Kunden da sein und das muss man jetzt einfach wieder ermöglichen. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Welchen Beitrag können denn Unternehmen, wenn es um die Impf- und Teststrategie geht, leisten? Also wir wissen, in Vorarlberg haben schon einige Industriebetriebe eigene Teststraßen in den Unternehmen, aber was können Betriebe machen aus Ihrer Sicht? Na, ich habe schon gesagt vorher, also das Testen ist eines der wirkungsvollsten Instrumente, um das Infektionsgeschehen minimieren zu können. Und wenn die öffentlichen Teststraßen, die man ja jetzt, wo sich ja die Politik und auch mit den Ländern darauf verständigt hat, das flächendeckend regelmäßig anzubieten, noch ergänzt durch betriebliche Strukturen, dann glaube ich, kann das sehr erfolgreich sein. Darum haben wir Sozialpartner ja auch vor kurzem sogar einen Generalkollektivvertrag, das ist der erste seit 40 Jahren jetzt wieder, abgeschlossen, um
diese Frage des betrieblichen Testens auch in einen arbeitsrechtlichen Rahmen zu bringen. Wir haben zum Beispiel in der Wirtschaftskammer bei uns in Wien eine Teststraße beim Eingang eingerichtet, obwohl jetzt bei uns auch natürlich viele in Homeoffice sind und nur etwa 25% der Mitarbeiter im Haus sind. Aber sie wechseln sich ja regelmäßig ab, damit auch alle wieder den Kontakt zum Haus nicht verlieren. Und so, ich gehe beispielsweise inzwischen jeden Tag durch diese Teststraße durch. Also haben Sie noch keine Impfung erhalten und sind sicher, noch nicht unter diesen 164 Vordränglern? Sicher ist sicher. Und wenn das möglichst viele Betriebe machen, und die Betriebe werden in Zukunft auch dafür entschädigt werden, also nachdem die öffentliche Hand das ja gratis anbietet, werden auch die Betriebe ab der übernächsten Woche voraussichtlich für ihre Testungen, die sie mit den Mitarbeitern machen, sie müssen es allerdings halt mit dem Roten Kreuz oder mit einer ärztlichen Aufsicht machen. Betriebsärztin auch? Betriebsärztin natürlich, unter Aufsicht eben einer fachkundigen Struktur natürlich. Dann können Sie das auch entschädigt bekommen pro Test. Und vor allem ideal wäre, wenn auch die Betriebe natürlich diese Teststraßen auch nicht nur den Mitarbeitern zugänglich machen, sondern vielleicht auch Mitarbeitern von kleineren benachbarten Betrieben beispielsweise. Mhm. Also wir überlegen uns das jetzt in der Kammer gerade, dass wir in Wien sagen, kleinere Betriebe im vierten Bezirk in der Umgebung, warum nicht auch, kommt zu uns, lasst eure Mitarbeiter testen oder sogar die Angehörigen. Also was immer die Betriebe hier noch ergänzend zu den öffentlichen Testeinrichtungen noch leisten können, bitte ein großer Appell an alle Unternehmer, da mitzutun. Und wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, so eine Testeinrichtung bei sich zu schaffen, dann tun sie es bitte. Dieses Testen ist, wie gesagt, einer der wirkungsvollsten Beiträge zur Minimierung des Infektionsgeschehens. Karl-Heinz Kopf, vielen Dank für den Besuch im Studio und ich kann nur sagen, bleiben Sie gesund. Sehr, sehr gerne, danke. Und bleiben Sie bitte auch gesund. Danke. Und alle die Zuseherinnen und Zuseher ja auch. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir bleiben beim Thema Corona, machen jetzt gleich weiter und zwar mit dem Staatssekretär Magnus Brunner, der uns jetzt gleich hier im Studio besuchen wird. Ja, und da haben wir ihn schon. Vielen Dank. Staatssekretär Brunner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herr Brunner, Sie haben ja heute schon, waren ja im Vorarlberg schon unterwegs, haben sich selbst ein Bild gemacht, wie das Impf- und Testzentrum in Dornbirn ist. Was waren Ihre Eindrücke? Ja, es war sehr beeindruckend eigentlich, wie Vorarlberg hier vorbereitet ist, wie alles organisiert ist, wie das Ganze mit dem Testen und dann auch mit dem Impfen funktioniert. Da ist Vorarlberg sicher Vorreiter und hat hier Strukturen geschaffen, die wirklich vorbildlich für ganz Österreich sind. Wenn es ums Impfen geht, jetzt haben wir heute gerade die Meldung gekommen, dass der AstraZeneca-Impfstoff soll zugelassen werden in der EU. Jetzt wissen wir, Impfstoff ist Mangelware. Wie kann das passieren bei so einer großen Organisation wie der Europäischen Union, dass wir nicht genügend Impfstoff bekommen? Ja, die positive Nachricht, Sie haben das gesagt, ist, dass AstraZeneca eine Vollzulassung höchstwahrscheinlich bekommen wird. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das war ja bis heute nicht ganz klar. Wird es nur bis 55, bis 65 gehen? Jetzt ist eine Vollzulassung im Raum. Das ist sicher sehr, sehr wichtig für die Beschaffung in der Europäischen Union. Insgesamt, ja, haben Sie recht. Die Europäische Union hätte da natürlich zeigen können, für was sie auch da ist und positives Image auch weiter kreieren können. Das ist sehr schade, dass es hier den Anschein hat, als ob man vielleicht etwas zu spät oder zu zögerlich gehandelt hat. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Wir haben ja riesige Pharmakonzerne in der EU. Müsste da das nicht möglich sein, dass die zum Beispiel auch Impfstoff von anderen Firmen produzieren? Denn Biotech muss man über das Patentamt nachdenken. Man muss über alles immer nachdenken, das ist klar. Und es sind natürlich schon viele Unternehmen in Europa, die die Hilfe anbieten, die abfüllen, beispielsweise für BioNTech, Pfizer. Da ist viel im Gange und viele Unternehmen, die auch sehr unterstützend tätig sind. Sie pendeln, reisen ja ziemlich viel zwischen Vorarlberg und Wien hin und her. Wie bestreiten Sie Ihre Reisen aktuell eigentlich? Mit dem Zug natürlich. Also ich habe gerade mit dem Karl-Heinz Kopf auch die Nacht letztendlich verbracht im Nachtzug. Also wir sind halt mit dem Zug am Pendeln hin und her. Und funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann im Zug gut arbeiten. Das funktioniert. Die Luftfahrtbranche ist ja besonders betroffen. Sie haben diese Woche zum Luftfahrtgipfel geladen. Wie stark gefährdet oder wie geht es den Unternehmen aktuell?
Ja, die Luftfahrt insgesamt war eine der ersten Branchen, die von der Pandemie, von der Krise betroffen waren und wird wahrscheinlich auch noch am längsten betroffen sein. Also den Unternehmen von den Airlines bis zu den Flughäfen, aber auch den Zulieferern geht es schlecht, das ist keine Frage. Sie haben einen Bruttowertschöpfungsverlust von über der Hälfte, von über 2,5 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Und das wird sich natürlich auch noch längere Zeit ziehen. Deswegen funktionieren auch diese Hilfsmaßnahmen, diese Hilfsunterstützungen der Bundesregierung eigentlich sehr, sehr gut. Und diesen Themenkomplex, wie funktioniert die Wirtschaftshilfe, wie ist der aktuelle Status, haben wir unter anderem beim Luftfahrtgipfel diskutiert. Aber auch andere Fragen wie, wie schaut das Fliegen in absehbarer Zeit aus, wie schaut es im Sommer beispielsweise aus und dann natürlich auch längerfristig und mittelfristig, wie schaut es in Zukunft in 10, 15 Jahren aus, auch Umweltaspekte und andere Dinge wurden bei diesem Luftfahrtgipfel angesprochen. Jetzt gibt es ja aktuell Landestopps für Reisen aus Risikoländern. Jetzt erinnern wir uns zurück, als die britische Mutation aufgetaucht ist, hat es Tage gedauert, eigentlich bis Wien Schwechat für Flieger aus UK geschlossen wurde. Warum hat man da nicht schneller reagiert? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil die Landeverbote vielleicht im ersten Moment gut waren, wo die Mutationen gekommen sind, Südafrika, Großbritannien. Allerdings muss es schon das mittelfristige Ziel sein, von diesen Landeverboten auch wegzukommen und vielleicht schärfere Einreisebestimmungen auch zu verhandeln. Und Gott sei Dank, wir haben das am Dienstag auch besprochen in diesem Luftfahrtgipfel und die Branche war sich einig, dass man hier eben zu strengeren Einreisebestimmungen kommen muss. Und die Europäische Union ist diesem Weg jetzt auch gefolgt heute, Gott sei Dank, und hat Empfehlungen abgegeben, dass man eben weg von Landeverboten hin zu strengeren Einreisebeschränkungen kommen soll. Das bedeutet, dass man sich vorher testen lassen soll, bevor man ins Flugzeug einsteigt und dann in die Quarantäne geht und sich dann aus der Quarantäne freitesten kann. Aber in Bezug auf die Briten und die Mutation, Deutschland hat da von heute auf morgen seine Flughäfen geschlossen für Flugzeuge aus Großbritannien. In Österreich hat man da ein paar Tage gewartet. Na, es war fast parallel zu Deutschland und anderen europäischen Mitgliedstaaten auch. Also dafür ist ein paralleles Vorgehen auch möglich gewesen. Überhaupt ist natürlich im Flugverkehr, im Reisebereich ein internationales Vorgehen ganz entscheidend. Wir können hier nicht nationale Alleingänge machen, sondern die Luftfahrt ist international aufgestellt nun auch und deswegen müssen auch europaweit einheitliche Vorgehensweisen getroffen werden. Das macht die Europäische Union jetzt Gott sei Dank auch und dieser Fleckerlteppich, den es gegeben hat, der wird hoffentlich bald ein Ende haben. Man könnte ja, es tauchen immer mehr Mutationen auf, also sprich die Länder in den verschiedenen Ländern, wo das aufpoppt. Jetzt könnte man das ja dann irgendwie umgehen, dass man über Drittländer zum Beispiel einreist. Braucht es da auf europäischer Ebene eine bessere Vernetzung, dass ich auch weiß, wenn einer aus Südafrika nach Spanien oder nach Spanien ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber nach Deutschland fliegt und dann von Deutschland hierher, woher der ursprünglich eigentlich kommt? Ja, genau. Das ist genau der Sinn dieses Wechsels, dieser Doppelteststrategie, die wir am Dienstag auch vorgeschlagen haben, dass man eben von Landeverboten wegkommt, weil Landeverbote können ganz einfach umgangen werden. Wir haben die Situation jetzt gerade im Osten Österreichs, dass man über Bratislava beispielsweise fliegen kann und dann einreisen kann. Auch hier über Zürich oder München fliegen kann und einreisen kann. Und genau das ist das, was wir verhindern wollen, dass wir eben weg von diesen Landeverboten, die sehr leicht zu umgehen sind, kommen und hin zu Einreisebeschränkungen, wo es ums Testen geht, vor Abreise und dann Quarantänebestimmungen des jeweiligen Landes. Also das ist aus Hochrisikoländern, glaube ich, unbedingt notwendig. Und dieses europäische Vorgehen, ja, das ist entscheidend. Und darum bin ich froh, dass die Botschafter zumindest auf europäischer Ebene mal diese Empfehlung heute auch abgegeben haben, die wir am Dienstag im Luftfahrtgipfel auch gefordert haben. Und ich hoffe, dass es dann natürlich auch relativ rasch zu einer politischen Umsetzung kommt. Jetzt soll es ja keine pauschalen Einreiseverbote in die Europäische Union geben, ebenso wie die Grenzschließungen oder Flugverbote. Aber jetzt hat die Europäische Union die bestehende Corona-Ampel um eine dunkelrote Kategorie ergänzt. Wie sinnvoll macht das überhaupt Sinn? Wir haben unsere Ampel, die Europäische Union hat ihre Ampel. Wer soll denn das noch verstehen? Naja, die Ampel, die europäische Ampel, da geht es eben um genauso Einreisebestimmungen und die dunkelrote sind die Hochrisikogebiete. Bisher die letzten Tage hat man es als Hochrisikogebiete ausgewiesen, jetzt heißt es dunkelrot. Also es ist genau dasselbe. Mhm. Aber es stimmt schon, Sie haben recht, man muss es vereinfachen, auf jeden Fall. Also es ist die Ampel in Österreich, aber auch die europäische Ampel vielleicht etwas zu komplex. Und da muss man an Vereinfachungen auch arbeiten. Und für rot-grün blinde Menschen ist sie auch nichts.
Einreisen nur noch mit Impfungen. Es gibt ja auch schon Länder, die Seychellen zum Beispiel haben ja schon angekündigt, dass man dort einreisen darf. Wird das etwas sein, das uns jetzt in Zukunft begleiten wird? Ich werde Vorteile haben, wenn ich geimpft bin oder einen gültigen PCR-Test dabei habe? Davon bin ich überzeugt, ja. Ich glaube, mittelfristig wird das Fliegen möglich sein mit Testen oder Impfen. Das wird die Zukunft sein. Das ist auch die internationale Entwicklung, die in diese Richtung geht. Sie haben diese Schellen genannt, aber auch innerhalb von Europa. Polen beispielsweise geht diesen Weg. Die USA überlegt sich, diesen Weg zu gehen, dass man in ein Flugzeug einsteigt mit Testen oder mit einer Impfung. Das wird die Zukunft des Fliegens sein, auf jeden Fall. Und das gibt uns natürlich auch Hoffnung, wenn wir an den Sommer denken beispielsweise, wo wir hoffentlich wieder auch fliegen können. Aber das wird natürlich nur mit Testen und Impfen möglich sein. Wenn wir da ein bisschen auf die Rechtsebene kommen, also die Qantas zum Beispiel, darf ich auch nur mit Impfung einsteigen. Ist das rechtlich eigentlich alles gedeckt? Kann das Unternehmen einfach so vorschreiben, auch mit europäischem Recht? Das ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung eines Flugunternehmens. Aber wie gesagt, die internationale Entwicklung geht in diese Richtung. Australien hat als Staat, allerdings natürlich als Inselstaat, bereits dieselbe Maßnahme getroffen, also Einreise nur noch mit Impfung. So weit werden wir nicht gehen in Österreich. Wir werden keine Impfpflicht über die Hintertür einführen. Aber die internationale Entwicklung geht in diese Richtung und ja, das ist möglich. Das ist eine betriebswirtschaftliche und eine unternehmerische Entscheidung, wer einsteigen darf und wer nicht, wenn man mitnimmt. Das ist natürlich auch, ja, wird in Zukunft sicher mehr Rolle spielen als bisher. Das eine sind die Geschäftsreisen, wo man in ein Flugzeug einsteigt, das andere ist Urlaub. Darf man eigentlich aktuell in den Urlaub reisen? Weil wir haben es auch auf Voller Tee berichtet von Vorarlberger Influencern, die in den Nahen Osten reisen zum Beispiel und dort ihre Fotos posten. Oftmals eine Influencerin, wenn sie Fotos postet, kann man davon ausgehen, es ist eine Geschäftsreise, aber Urlaub darf ich keinen machen, oder? Sollte man nicht machen. Das ist ja der Sinn des Lockdowns, dass eben die Bewegungen, die Mobilität eingeschränkt wird, um das Virus eben in den Griff zu bekommen. Also je weniger man sich bewegt, desto besser. Aber wir hoffen natürlich alle gemeinsam, dass wir mit eben dieser Teststrategie, mit der Impfstrategie möglichst bald aus diesem Dilemma herauskommen und hoffen, dass wir bis in den Sommer hinein eine andere Situation haben, auch wieder reisen können, auch ins Flugzeug eventuell wieder einsteigen können, wenn wir wollen. Und das aber eben, wenn man entweder getestet ist oder geimpft ist. Also sind Sie gute Dinge, dass wir im Sommer wieder reisen können? Das hoffe ich doch, ja. Ich bin sehr zuversichtlich eigentlich. Natürlich mit allen Schwierigkeiten, die wir haben, auch mit den Lieferschwierigkeiten des Impfstoffes in Europa. Das ist natürlich dramatisch und verzögert das Ganze etwas. Aber bis in den Sommer hinein bin ich zuversichtlich, dass das wieder möglich sein sollte. Wir haben es gehört, es gibt Corona-Teststraßen in der Industrie. Hier im Vorarlberg kennen wir das ja schon sehr gut. Und auch am Flughafen. Es hat einen Versuch in Wien schwächer gegeben. Was sind da die Erfahrungswerte bzw. die Erkenntnisse? Ja, der Flughafen Wien-Schwechat hat sich gemeinsam mit der Austrian Airlines überlegt, wie kann man neben dem Check-in solche Teststraßen einrichten, damit das Fliegen sicherer wird, dass auch die persönliche Befindlichkeit sicherer wird von jedem einzelnen Passagier. Und sie haben das getestet bei europäischen, also innereuropäischen Flügen, Hamburg beispielsweise. Das hat fantastisch funktioniert und der Flughafen Wien und die Austrian Airlines sind hier sehr, sehr gut vorbereitet, wenn es dann in die Breite geht, solche Teststraßen umzusetzen. Das kann natürlich dann auch ausgeweitet werden. Man kann aber natürlich auch den Test, wie es in Vorarlberg sehr gut möglich ist, so einfach wie möglich dann sich auch ergattern. Und das funktioniert gut, aber im Notfall könnte man eben auch das am Flughafen dann jeweils machen. Was glauben Sie, was wird denn der Standard werden? Brauchen wir einen europäischen Impfpass oder wird es irgendeine App geben, dass Sie da überall im Flughafen durch die Schleusen oder was auch immer kommen und sagen kann oder zeigen kann, ja, bei Impfung oder ich wurde gerade getestet? Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, die WHO beispielsweise geht in diese Richtung eines internationalen Impfpasses, eines Zertifikats, damit man das beim Fliegen beispielsweise auch vorweisen kann. Es ist ja auch nichts Neues eigentlich. Es wurde früher schon gegen Gelbfieber geimpft. Man musste Malaria geimpft sein, wenn man in gewisse Regionen der Welt reist. Also das ist ja nichts Neues und auch nicht dramatisch. Aber das wird sicherlich neben dem Reisepass auch in Zukunft eine Rolle spielen, dass man ein Impfzertifikat nachweisen muss, soll oder sich eben testen lässt vorher. Eines von beiden, jetzt aus österreichischer Sicht, in manchen Ländern wird die Impfpflicht kommen. So weit werden wir nicht gehen.
Also ja, ich glaube schon, auch eine App ist momentan gerade dabei, entwickelt zu werden und in der Testphase von den Emirates, von der Fluglinie wird es getestet. Also ja, ich glaube, bis in den Sommer hinein werden wir solche Dinge, wird das auch zur Normalität werden. Die Ministerin Leonore Gewessler sagte gestern im Vorarlberg Live-Interview, dass wir mehr Kostenwahrheit brauchen, wenn es um die Flugtickets geht. Klimaschädliches Verhalten soll seinen Preis haben. Ist das eine Forderung, die Sie unterstützen? Das unterstütze ich zu 100%, da sind wir uns sehr einig. Steht auch im Regierungsprogramm zwischen der ÖVP und den Grünen drinnen. Ja, wir wollen eine Kostenwahrheit, eine Kostentransparenz auch haben, arbeiten an diesem Plan auch jetzt seit einigen Wochen und Monaten daran. Es wird kein Mindestpreis sein dürfen, auch europarechtlich darf es kein Mindestpreis sein, aber es wird eine transparente Weitergabe von passagierbezogenen Gebühren und Abgaben sein. Und wir arbeiten daran auch mit einer internationalen Anwaltskanzlei, die uns unterstützt und den Weg aufzeichnet, wie wir europarechtlich, aber auch verfassungsrechtlich eine haltbare Lösung schaffen werden. Ja, das Ziel muss sein, dass es keine 9,99 € Tickets mehr geben wird, sondern dass es eine Kostenwahrheit auch im Ticketpreis gibt. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber was sie auch gestern gesagt hat oder gefordert hat, ist zum Beispiel, dass sie vorstellen kann, Pfand auf Einwegflaschen. Jetzt wissen wir Vorarlberger im Selbstverständnis sind Recycling- und Sammelweltmeister. Wie stehen Sie dazu? Ja, da bin ich eher der Meinung, dass man es ein bisschen gesamthafter sehen muss, das Ganze. Wir haben EU-Quoten, die wir zu erfüllen haben im Plastikbereich und in anderen Bereichen. Und man muss die gesamte Kreislaufwirtschaft aus meiner Sicht anschauen und nicht jetzt populär auf einzelne Maßnahmen gehen. Die Plastikflasche macht einen sehr, sehr kleinen Teil aus des Gesamtvolumens, wo wir die Ziele haben, die wir auch erreichen wollen. Da geht es um andere Verpackungen auch noch. Also das sind weniger wie 10%, das sind 8% des Plastikmülls, der aus diesen Plastikflaschen kommt. Also da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und eher das größer sehen. Und Sie haben das richtig gesagt, wir sind in Vorarlberg, aber auch in Österreich eigentlich Sammelweltmeister und Trennweltmeister. Und gerade der gelbe Sack, den wir in Vorarlberg auch haben und in manchen anderen Bundesländern, der funktioniert fantastisch, das sollten wir ausbauen, weil man muss natürlich immer schauen, wer wird belastet mit solchen Systemen. Wenn es funktioniert, okay. Wir haben auch einen runden Tisch gemacht, die Frau Bundesministerin und ich, wo wir ergebnisoffen hineingegangen sind und gesagt haben, wie können wir diese Quoten, die uns die Europäische Union vorgibt, erreichen. Ergebnisoffen hineingehen, das tun wir und wir arbeiten hier mit der Branche gemeinsam an Systemen, die uns diese Ziele dann schlussendlich auch erreichen lässt. Als Mitglied der Bundesregierung muss ich jetzt natürlich noch fragen, es gab da viel Kritik aufgrund der Abschiebung von der Kinder gestern Nacht nach Georgien. Wie stehen Sie dazu? Hätte man da, ich sage mal, es war ja rechtlich gedeckt, aber hätte man Gnade vor Recht irgendwo walten lassen müssen, vor allem wenn es um so gut integrierte Kinder geht? Ja, das ist natürlich eine dramatische Situation und persönlich auch eine sehr bedauerliche und schwierige Situation. Das sind persönliche Schicksale, die dahinterstehen. Die tun einem natürlich extrem weh und beschäftigen einen auch Tag und Nacht. Auf der anderen Seite gibt's Gesetze und es gibt Verfahren, die hier gemacht werden, Asylverfahren, die auch dann rechtskräftig abgeschlossen worden sind. 5 Asylverfahren in dem speziellen Fall auch. Und es ist in Österreich halt so, dass die Gerichte entscheiden und nicht die Politik dann irgendwas tun kann, sondern dass die Gerichte entscheiden, die haben entschieden und die Behörden haben natürlich das zu tun, was die Gerichte entschieden haben. Also es ist traurig, es ist dramatisch, es ist die persönliche Betroffenheit natürlich ganz extrem. Aber in dem Fall haben die Gerichte entschieden. Und als letzte Frage noch, kommen wir auf ein schöneres Thema, und zwar, Sie sind ja auch ÖTV-Präsident. Wie sieht es denn da mit der Davis Cup Endrunde aus? Gibt es Chancen, dass die in Österreich stattfindet? Und vor allem, wie schätzen Sie die Chancen der Österreicher gegen Deutschland und Serbien ein? Ja, wir kämpfen darum, dass wir den Davis Cup nach Österreich holen. Es gibt ja die Situation jetzt, dass das Finalturnier, das in Madrid stattfindet, Ende des Jahres, dass die Vorrunden und das Viertelfinale in einzelnen Ländern ausgetragen werden soll. Wir bewerben uns für die Austragung von 2 Gruppen, unter anderem die Österreich-Gruppe natürlich mit Serbien und Deutschland. Wir hätten die einmalige Chance, Zverev, Djokovic, Thiem, aber dann auch Monfils und andere, Murray, in Österreich zu sehen. Also die Crème de la Crème des Tennissports in einer Woche, alle auf einem Ort. Also wir werden uns bemühen, diesen Davis Cup nach Österreich zu holen. Es gibt verschiedene Kriterien, neben finanziellen
Dingen natürlich auch die Höhenlage beispielsweise. Die Höhenlage muss ähnlich sein wie Madrid. Madrid liegt auf über 600 Meter. Das heißt, wir haben in Österreich schon Orte, wo wir das anbieten können. Mhm. Also wir werden uns bemühen, sind auch mit der ITF und mit dem Veranstalter, die Firma Cosmos in Spanien, in engem Austausch und ja, bemühen uns, dass wir es herholen. Es wäre nach der Euro 2008 das Sportevent in Österreich. Mhm. Als, Sie haben ja auch als TV-Präsident gefordert, dass am 8. Februar, sprich die Tennisplätze wieder öffnen dürfen. Wie ist jetzt Ihr Bauchgefühl? Beziehungsweise Sie müssen es ja schon fast wissen eigentlich, was da entschieden wird in den nächsten Tagen. Ja, leider, es ist eine ganz schwierige Situation für den Tennissport insgesamt. Wir sind natürlich als Sportart, die kontaktlos funktioniert und mit Abstand funktioniert, gehen wir immer davon aus, dass wir natürlich die Ersten sind, die aufsperren dürfen. Das hat uns der Sportminister auch versprochen. Wir kämpfen beim Sportminister auch jeden Tag darum, dass wir bei den Ersten dabei sind, solange natürlich die Mutationen da sind, die epidemiologische Situation so ist, wie sie ist, tun wir uns alle schwer. Aber ich bin überzeugt, dass der Tennissport zu den Ersten gehören wird, die wieder aufsperren dürfen, die Hallen. Hängt natürlich von der Entwicklung auch ab. Also es ist schade, wir haben es zumindest geschafft, dass im Leistungssport von den ganz Jungen bis zu den Senioren mittlerweile über 700 Leute trainieren dürfen in Österreich. Da sind wir auch jede Woche dran, dass es immer mehr werden. Aber natürlich, für die Breite brauchen wir die Öffnung der Hallen. Und letzte Frage, Sie haben ja auch gefordert, dass es Kostenersatz etc. für die Hallenbetreiber gibt. Wurden da Ihre Vorstellungen erfüllt? Ja, da gibt es vom Fixkostenzuschuss bis andere Maßnahmen, die auch für die Hallenbetreiber gelten. Wir kämpfen noch mehr, wir kämpfen noch weiter. Es ist auch Umsatzersatz natürlich möglich. Es ist Verlustersatz jetzt neu auch möglich. Das haben wir Gott sei Dank erreicht jetzt in den letzten beiden Wochen. Und wir kämpfen auch weiter, weil die Situation für Hallenbetreiber ja anders ist wie bei anderen Unternehmen. Erstens gibt es gewerbliche Hallenbetreiber und private Hallenbetreiber bzw. Vereine. Das ist natürlich sind unterschiedliche Töpfe. Beim MPO-Fonds für Vereine funktioniert sehr, sehr gut. Für die gewerblichen Hallen ist es etwas schwieriger, weil die ja im September bereits ihre Rechnungen stellen für Abos für die gesamte Saison und dann natürlich auch teilweise im Oktober, November keine Vergleichsmonate vom Vorjahr haben, beziehungsweise dort keine Zahlungseingänge vorhanden sind. Und diese Flexibilität, an der arbeiten wir noch und kämpfen noch dafür. Magnus Brunner, Staatssekretär, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich hoffe, wir dürfen Sie bald wieder mal hier begrüßen. Danke für die Einladung. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir kommen langsam zum Schluss, beziehungsweise zu unserem letzten Gast, und das ist der Musiker Philipp Ling, der im Vorarlberg natürlich sehr bekannt ist, und ihn darf ich jetzt im Studio begrüßen. Hallo Philipp. Habe die Ehre. Philipp, du hast inzwischen deinen Lebensmittelpunkt wieder vollends nach Schopenau gelegt. Fühlst du dich zu Hause angekommen? Schön, ja. Also jetzt hat man sowieso Zeit, um sie angekommen und willkommen zu fühlen. Also für den her auf jeden Fall, ja. Also vielen im Vorarlberg bist du nicht nur als Solokünstler bekannt, sondern vor allem auch als Mitglied oder als ehemaliges Mitglied des HMBC. Hast du das endgültig hinter dir gelassen, also so mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge? Wie ist da die Gefühlslage? Gut, also Menschen entwickeln sich weiter und das war damals für mich ein wichtiger Schritt und jetzt bin ich allein unterwegs. Eigentlich, obwohl ich wieder mit einer anderen Band Zimmer bin, also sprich Philipp Ling Band, und ja, ist wichtig, dass man es entwickelt, und ist klar, es ist eine schöne Zeit, aber jetzt blicken wir zukunftsvoll in Lokalitäten, die wieder geöffnet werden dürfen und dass man irgendwas spielen auch kann, oder? Die hoffentlich bald wieder geöffnet werden. Mit Egalien hast du einen Song im Lockdown veröffentlicht. Wie ist der Song entstanden? Im Lockdown. Also der Text ist im Lockdown entstanden, und zwar am 20. Mai um 1 Uhr nachts. Die Melodie hat es schon vorher gegeben und ja, es hat irgendwie gerade gepasst in der Zeit. Ich bin erwacht und wie so oft kommt so eine Idee, meistens in Momenten, wo man sie nicht gerade denkt, dass sie kommt, und das ist das Schöne am Musik machen und am Lehrerschreiben, dass man das so offen lassen kann. Wie hast du das? Man kennt so von Schriftstellen und anderen oder die Songtexte geschrieben, die haben meistens ein Büchel oder irgendetwas neben dem Bett liegen, weil ja oftmals in der Nacht irgendein Text oder eine Melodie oder etwas einfällt und sie das sofort aufschreiben müssen oder sogar irgendwo aufsingen. Wie läuft das bei dir? Durchaus mit so einem Büchel, ja, aber meistens ist da die wunderbare Funktion,
beim Mobiltelefon also der Fall, dass Sprachmodelle muss super sind, so, als wie ein Diktiergerät, wo man eine kurze Idee gerade, was auch im Fall hat, Uwe singen kann oder Uwe spielen kann oder Uwe reden kann. Und das ist eine wichtige Hilfe ja, in der heutigen Zeit. Vor allem, wenn man so schnelllebig und so Kurzzeitgedächtnis gebunden ist, oder? Jetzt hast du schon im Volatil-Interview, das der Joachim Mangert, der schon mit dir gemacht hat, weitere Songs angekündigt. Woran arbeitest du jetzt gerade? Durch das, dass man ums Schaffen in Anführungszeichen in, im öffentlichen Raum und der, was eigentlich der meiste, wie soll ich sagen, Arbeitsmittelpunkt ausmacht, hat man verboten. Und darum ist man viel daheim gewesen und hat die Chance genützt, dass man Alben schreibt und Lieder schreibt und vor allem der Kreativprozess ankurbelt. Und das ist natürlich die Zeit daheim zugutekommen. Und jetzt bin ich an einem Album dran und das kommt jetzt gewollt. Und am 21. März kommt die nächste Single. Weil ich beschlossen habe, zu sagen, jetzt mache ich so viele Singles, bis man wieder präsentiert. Weil in meinen Augen ist es schwierig, zu einer CD-Präsentation zu machen ohne Publikum, weil meistens bei der CD-Präsentation die Emotionen und die Reaktionen vom Publikum am frischesten sind und das will ich einfach nicht mehr niederlassen. Oder geschweige denn, ja, bei Streaming-Konzert ist es halt so, dass man Kommentare kreiert und also die eigentliche Emotion face-to-face finde ich einfach wichtig und darum warte ich mit der CD bis zu Sekunden. Und wie entsteht das? Du hast gesagt, du hast viele Singles gemacht. Packst du dann einfach viele Singles zusammen oder schreibst du, was auch nicht, 50 Lieder und dann wählst du aus, das und das und das, genau, kommt auf das Album auf. So ist es meistens der Fall, ja. Dass ich aus einem Pool von Lieder schöpfen kann, wo ich sagen kann, die könnten jetzt irgendwie thematisch Zimmer passen oder sind schon live etabliert worden. Ich finde das auch wichtig, dass man Lieder in den Stau laut während dem Konzert. Und da das nicht die letzte Zeit der Fall gewesen ist, das ist natürlich schwierig gewesen, dass man das testen kann, wie es bei den Leuten ankommt. Weil es ist schon wichtig, was man entscheidet, was man aufs Album tun kann, dass man vorher schon ein kleines Gefühl ausgesteckt hat und ausgelotet hat, okay, die Nummer ist jetzt überhaupt nicht gut angekommen, die passt. Und die wird natürlich im weiten Prozess, wie ein Album entsteht, natürlich mit einbezogen. Also gehst du ein bisschen vor, so wie man das von Comedians kennt, die probieren die Gags ja zuerst einmal bei der Familie aus. Ach, schön. Dann irgendwo mal einen Testlauf. Und auf jeden Fall. Also Lehrer wird jetzt zuerst ganz viel daheim gespielt, ja. Dann geht es dann brutal massiv auf Zöck. Also, dass man das den Namen eigentlich gerne mal als Bewertungskriterium nie kann, weil sie überstrapaziert sind wahrscheinlich mit dem Song. Aber durchaus, laut man es wichtiger Menschen, die einem im Leben wichtig sind, sind das natürlich meistens die besten Kritiker. Oder ja. Durch das, dass man schon so lange Musik macht, weiß man, wenn man es zuerst vorspielt. Jetzt, du bist ja für eine musikalische Bandbreite bekannt. Wo würdest du dich selber jetzt stilistisch verorten im Moment? Als lockdownöser Musiker. Das ist quasi, wenn du Bu warst, ist so eine koronöse Wampe. Also ich finde das einfach jetzt gerade sehr schwierig, aber ich bin einfach Musiker und mache das, was man Gaudi macht. Und das, egal, ist ein Reggae gewesen, ich spiele auch einfach alte Lieder, die andere Komponisten gemacht haben. Also ich will mir dort einfach nicht festlegen lassen, was ich jetzt machen sollte oder sind sollte, weil das macht den die diversen Streaming-Plattformen, die sagen, du bist das und das, dass man die beste Fernseher kann. Ich lasse gerne lieber das den selber über, als wie das ist, den selbst eingeteilt. Durch den Lockdown, die Pandemie, dazu genutzt, dass du viele neue Songs schreiben kannst oder schreibst. Wie würdest du die Situation jetzt grundsätzlich für Künstler und Kunstschaffende so während der Pandemie jetzt einschätzen? Was war besonders schwierig für euch, abgesehen vom Auftrittsverbot? Hat es genug Unterstützung gegeben? Hast du Unterstützung gekriegt? Ja, man hat Unterstützung gekriegt. Das ist doch super gesehen, dass man das dann quasi die SVA-Zahlungen und Einkommensteuer und Umsatzsteuer als quasi weiterzahlen kann, oder? Also ist ja eher und eher als Durchlaufposten erfahren. Aber klar, durch Geld allein wird man nicht glücklich, oder? Es ist halt ein notwendiges Ding, aber wichtig ist, dass man spielen kann und dass man sich präsentieren kann. Und ich habe noch ein, zwei Streaming-Konzerte gemacht und nur mal die Erfahrung gemacht, wie das ist vor einem selber. Und bin ich drauf gekommen, dass das erste Mal gut gesehen ist, das zweite Mal komisch, das dritte Mal, es ist nicht mehr das eigentlich, was es eigentlich sein sollte. Aber zurückzukommen, es gibt da ganz viele Künstler, die mitgeredet haben, was nicht
kreiert sind und die nicht unterstützt worden sind. Und in dieser Zeit haben wir auch einen Verein gegründet, der heißt Lockhart. Und da haben sie verschiedene Leute immer da, die aus verschiedenen Kulturbereichen kommen. Und da ist die Maria Simmer Obfrau. Und unser Ziel ist einfach, dass wir Leute helfen aus dem Kulturbereich, die eben da rausgefallen sind, die einfach nicht die Unterstützung erfahren, wie sie es eigentlich her sollten. Und das hat immer auch da in der Zeit. Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man uns nicht vergisst. Und es ist im Sommer ja mal aufgegangen, oder? Und dort hat man gemerkt, Musik braucht es schon und das Kulturelle braucht es auch, weil im Endeffekt braucht der Mensch solche Sachen, glaube ich. Also ich bin schwer davon überzeugt, dass wenn es wieder aufgeht, dass wir dann wieder auch die Chance haben zum Spielen und dass es wieder gut ankommt. Aber es ist jetzt gerade einfach eine schwierige Zeit gewesen, zum akzeptieren, aber man hat sich natürlich auch die Vorgaben, weil es nicht auch gewesen ist und weil man selber nicht weiß, was man da und was man nicht da. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man frisch bleibt und in der Zeit, ja, es hat sich gewiesen, dass man sich Brot aufstellen muss und den halt mehr daheim Sachen aufnimmt und mehr im Studio ist, als wir draußen, oder? Hat uns die Zeit gelehrt, dass der Kunst- und Kulturbereich einfach nicht vergessen werden darf und ich fand es einfach wichtig und für das will ich stellvertretend falle da sind, dass das, wenn es wieder auftut, abgeht. Und wenn du ansprichst, Streaming, ja, oder? Du hast gesehen, das ist ein bisschen anders, wenn man dort vor der Kamera steht. Ja. Sollte man vielleicht nur, wie man es aus dem Radio oder wie man es jetzt von der Clubhouse-App kennt, wo sie nur am Quatschen sind eigentlich, dass mehr der Fokus auf der Musik liegt, könntest du dir das vorstellen, dass man sie in der so streamen sollte? ich bin ja nicht. Oder musst du denn auch immer schon, bevor Stream schon, wie auch gepudert bist und ich weiß nicht was? Also ich bin nicht so bewandert mit der Clubhouse-App, aber ich glaube, es wird das nie ersetzen, außer es gibt den Geruchs-App, wo man den der Schweiß von einem tanzenden Menschen, nee, blöds Beispiel, aber es wird das nie ersetzen, wenn ich vor einem Publikum stand und dort eins zu eins die Reaktion kriege, sehe es, ob es klatscht oder ob es am Ausbuht oder ob es lacht. Es ist einfach schwierig, aber ich habe mich jetzt nochmal entschieden, zum ein Streaming-Konzert zu machen und man hat mir die Chance gegeben, mit der Band das machen und mit meiner Band das machen und das wäre einfach super, wenn wir zu dritt sind und zu dritt Musik machen können und wenigstens unsere Reaktion face-to-face sind. Du sprichst Konzert gerade an, wir werden das morgen live übertragen auf Voll.at. Vielen Dank dafür, gell? Gerne, wir bedanken uns, dass wir die Möglichkeit kriegen und das kommt live aus der Kammgarn. Worauf dürfen sich die Leute freuen? Ich hätte fast gesagt, auf einen bunten Strauß an schönen Melodien, auf neue Songs, die mitunter auf dem Album sein werden. Ich kann schon gerne mal reden, weil so ein Mischmasch. Da sollte man eigentlich Deutsch oder ich glaub, Dialekt. Ich glaube, die Vorarlberger verstanden. Okay. Auf jeden Fall neue Lieder. Neue Arrangements und brutal top motivierte Musiker, die lechzen, sich wieder frei auf der Bühne zu bewegen. Und das Gefühl werden wir morgen wieder mal vermittelt, dass wir uns austoben können auf der Bühne und fürs Publikum da sind. Wie ist das entstanden, dass da drunter das produzieren und auch machen? Weil das Publikum darf ja leider keins dabei sein. Und man kennt die Kammgarn, da gibt es immer kleine feine Konzerte, ist immer eine besondere Stimmung. Ja, der Lukas Pitschner hat mich angerufen und gefragt, du, wir müssen jetzt tun, hast du nicht Lust zum Mittun? Wir probieren da einfach jetzt aus, ein Konzert in super Streaming-Qualität zu machen und du hast die Chance, mit der Band zu spielen. Er hat gesagt, es ist zahlt, was normal auf Streaming-Konzerten ohne der Fall gewesen ist, weil es meistens vor einem guten Zweck gewesen ist, was ich super fand. Das ist am Anfang ist ganz wichtig gewesen, dass man ein Zeichen sendet, dass man da ist und dass es niemand hat können absehen, dass es so lange geht, oder? Aber, und der Lukas sagt mir einfach da super Angebot gemacht, zum sagen, hey, wir können das da mal wieder präsentieren und es ist einfach für den Kulturverein in Kammgarn auch wichtig, dass er ein Zeichen setzt, hey, es geht weiter. Die Leute, die Sache gibt, hey, wir machen Konzerte, wir sind da für euch. Es ist einfach wichtig, die Kooperation zwischen Veranstalter, Musiker und dem ganzen Verein, was dort dabei ist, dass wir dort einfach ein positives Zeichen setzen für die Zukunft und auch im Jetzt, dass wir da sind und dass wir Leute unterhalten wollen. Wie schwierig war es denn für euch jetzt abschließend noch was zum Proben, zum Zusammenkommen? Man kennt ja auch viel diese Videos, wo man dann über Videocalls und etc. zusammensitzt und diverse Dinge ausprobiert. Aber wie schwierig ist denn das, vor allem wenn man sich auf so ein Konzert vorbereitet? Wir haben uns im Vornherein erkundigt, wie man das machen dürfen.
professionelle Berufsausübung ist erlaubt. Also ich hoffe, dass das professionell ist. oder ja, dass es professionell sein wird. Aber wir haben das Testen und wir sind jetzt, ich komme jetzt gerade von der Probe und gehe dann wieder zurück. Und der Christoph wohnt in Wien und der ist jetzt extra hergefahren. Und wir halten uns auch die Maßnahmen und sind aber im Proberaum, da dass wir testet sind, natürlich dort ohne Maske. Aber wenn es, sobald man wieder rauskommt, ich muss wieder rum. Es ist, sind komische Umstände, aber ein Singen mit Maske ist doch ein Ding, das leider nicht funktioniert. Würden wir uns zwar gerne mal anhören, kommt bei dir so was es, ja, sicher, es ist ein super S-Eliminierer, weil für mich ein scharfes S ist es, wäre sicher gut, ja. Philipp, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir freuen uns schon morgen aufs Konzert ab 20 Uhr live auf Vollerte. Wir hoffen, Sie schon alleine. Bitte gerne. Ja, hoffentlich, ja. Und ich hoffe, du kommst wieder mal vorbei und dürfen dich wieder mal begrüßen. Zum neuen Album, oder? Absolut. Passt. Auf jeden Fall. Ist gebongt. So, meine Damen und Herren, das war's wieder mit Vorarlberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Bei uns geht's am Montag weiter, zur selben Zeit, am selben Ort. Schauen Sie rein. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.